Liebe Erwachsenen, liebe Kinder, herzlich willkommen zu unserem Sommerfest des Gemeinschaftsprojekts Spielfair, Playfair, der Lichtburg-Stiftung und der DFL-Stiftung in Kooperation mit Hertha BSC und in Kooperation mit BFC Meteor 06. Mein Name ist Tunja Gari, ich bin der Leiter der Literatur- und Theaterwerkstatt hier im Mikrokosmos Gartenstadt Atlantik. In diesen schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie ist es uns ein besonderes Anliegen, dennoch und weiterhin Kultur zugänglich zu machen. Dies ist aber auch mit einer besonderen Verantwortung zu betrachten. Wir alle sind deshalb gefordert, alles Notwendige zu beachten, dass wir nicht heute ein neuer Herd der Übertragung werden. Daher bitte noch einmal, bitte ich Sie, insbesondere die Abstandsgebote für einen angenehmen Aufenthalt für alle Beteiligten einzuhalten. Nun aber zum heutigen Programm. Sie sehen schon, die Teilnehmer der Theaterwerkstatt, die endlich, zweiter Versuch, endlich die Premiere vom Theaterklassiker Faust auf die Bretter, die die Welt bedeuten, bringen wollen. Nach der Theateraufführung erwarten Sie einige Teilnehmer des Fußballvereins BFC Meteor 06 deutlich zu erkennen. Die heute vorab an einem Trommelworkshop des Klingenden Museums teilgenommen haben, und das Ergebnis sehen und hören Sie heute hier und live. Danach wird es eine kleine Umbaupause geben, und nach der Pause hören Sie den Sänger Joet Sorek, und begleitet wird er am Akkordeon bzw. Synthesizer von Ira Shiran. Auf dem hinteren Teil der Wiese, da hinten, sehen Sie einige Stände sowohl mit Angeboten unserer Lernwerkstätten als auch als besonderen Gast unseren Kooperationspartner, den Kindermann Verlag. Der Kindermann Verlag bietet Klassiker für Kinder an. Faust ist auch eine Bearbeitung des Kindermann Verlages. Neben Hamlet, welches ich im letzten Jahr mit den Teilnehmern der Theaterwerkstatt inszeniert habe, steht heute Faust auf dem Programm. Und geplant ist eine weitere Kindermann-Bearbeitung nächstes Jahr mit Macbeth. Die Aufführung von Faust widmen wir der Autorin und Verlegerin Barbara Kindermann. Mein besonderer Dank gilt Frau und Herrn Wolfsohn sowie Herrn Jähr für ihre unermüdliche Arbeit im Hintergrund und auch dem ganzen Team der Gartenstadt Atlantik. Außerdem bedanken wir uns sehr bei der DFL-Stiftung für die jahrelange Zusammenarbeit. Ohne sie wäre diese Veranstaltung nicht möglich und nur ein Planspiel. Jetzt aber Vorhang auf für Faust, und am E-Piano hören Sie Sarin Rezai vom Klingenden Museum. Viel Vergnügen! Thank you.
Ich hab dir schon tausendmal Geld geliehen und ich mach dich doch mal. Hey, du bist für eh nichts. Der Widerstreit zwischen Gott und dem Teufel, dem Guten und dem Bösen, ist uralt. Und auch diese Geschichte handelt davon. Doch, fangen wir von vorne an. Es war ein Tag wie jeder andere. Der liebe Gott saß im Himmel und blickte zufrieden auf die Erde hinab, die er geschaffen hatte. Drei Erzengel umringten ihn respektvoll und lobten sein Werk. Raphael, Michael, Gabriel. Raphael, Michael, Gabriel. Raphael, Michael, Gabriel, wo seid ihr? Schalkhafte Teufel, damit dem Lob der Engel gar nicht einverstanden. Auch jetzt sprach er höchst abschätzig von Gottes misslungener Erde und ihren fehlerhaften Menschen. Das muss ja ein tolles Gefühl sein, eine Welt zu erschaffen, Leben zu erschaffen, Menschen zu erschaffen, die wiederum die Welt zerstören. Hast du mir weiter nichts zu sagen? Kommst du immer anzuklagen? Ist auf der Erde ewig dir nichts recht? Nein, ich finde es wie immer herzlich schlecht. Kennst du den Faust? Nee, Doktor? Ja, er ist unmöglich sehr, möglichst dir zu können und zu wissen. Ist er mir etwa schlecht gelungen? Ist dieser Mann kein guter Mensch? Ein guter Mensch? Was wetten wir, dass ich ihn für mich auf des Teufels Seite locken kann? Gott wollte mit dem Teufel keine Wette eingehen. Aber er gab ihm dennoch die Erlaubnis, seine Macht am Faust auszuprobieren. Versuch es, wir werden sehen, ob es ihr gelingt. Die Engel wischen zurück, der Himmel schloss sich. Und Mephisto stieg hinunter auf die Erde, um sich bei Faust einzuschmeißen. Alle anderen Menschen schliefen längst. Doch Faust konnte nicht schlafen. Er war unzufrieden und klagte missmutig vor sich hin. Die ganze Nacht habe ich gelernt, stundenlang meine Bücher gelesen. Was ist? Da stehe ich nun nicht armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Seufzend öffnete er ein dickes Buch und erblickte darin das geheimnisvolle Zeichen des unendlichen Himmels. Der Mann betrachtete die Abbildung und rief aus: Wie es Zeichen gefällt, wie es sich verdreht von meinen Augen, wie es wirbelt und tanzt. Ein Schauspiel. Aber ein Schauspiel. Ich sehe zwar das Zeichen, aber verstehen tue ich es nicht. Unwillig schlug er das Buch wieder zu und öffnete einen anderen schweren Wort. Hier war das Zeichen der Erde dargestellt. Die Erde ist mir näher, zitterte der Himmel. Vielleicht klingt es mir, den Erdgeist dabei zu beschwören. Venni! Venni, Animiter! Los, Erdgeist! Komm und zeig dich mir! Sogleich zog eine Flamme auf, der Geist erschien darin und fragte mit dumpfer Stimme: Ruf mich! Welch schreckliches Gesicht! Weh, ich ertrage dich nicht! Soll ich dir Flammenmeldung reichen? Ich bin's. Bin Faust. Deines Fleisch. Du kleiner Wurm,
meines Leibes sein, das besser nicht. Mein unbedeutender Menschengeist, unendlich kleiner als ich, der große Erdgeist dieser ganzen Erde. Mit diesen Worten erlosch die Flamme zwischen und der Rest verschwand. Faust fang Enttäuschung sich zu sagen. Nein, nicht deinesgleichen, nur ein kleiner Menschengeist. Wagner, ausgerechnet jetzt, nachdem ich gerade eben noch vor dem hohen Erdkreis gestanden habe. Wagner war sein Faustdiener und ein großer Bewunderer des gelernten Dr. Faust, der so viel klüger war als er selbst. Wagner, im Schlafrock und Nachtmütze, eine Kerze in der Hand. Verzeih, späte Störung. Ich hörte seltsame Geräusche und machte mir Sorgen. Ihr studiert wohl noch. Faust wollte sich nicht auf ein Gespräch einlassen und schickte Wagner wieder zu Bett. Müde ließ er sich in einen Sessel fallen und seufzte trübselig. Wagner, nimm mal das Mikroskop hier. Und zähl mal alle Bakterien da drin. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Zähl alle Bakterien in dem Mikroskop. Ganz wichtig. Ich will sie am besten gleich 2, 3 oder 4 Mal. Endlich ist perfekt. Würde ich die Welten ebenso gut kennen wie der große Erdgeist. Aber es ist unmöglich. Ich bin leider ein Mensch. Könnte ich jetzt einfach einschlafen und nie wieder aufwachen? Dann müsste ich mich nicht mehr so schrecklich mit dem Leben plagen. In diesem Augenblick trat von draußen Glockenklänge ins Zimmer. Die Kirche leitete feierlich zum Osterfest hinaus. Faust hatte gar nicht bemerkt, dass bereits ein neuer Tag angebrochen war. Er blickte zum Fenster hinaus und sah die festlich gekleideten Bürger um das Stadttor ziehen, um den Frühling zu begrüßen. Plötzlich begann der Pudel seine Gestalt zu verändern. Er wurde lang und breit und
und der Doktor rief erstaunt aus. Welchen Geschwätz brachte ich hier ins Haus? Schon sieht er wie ein Nebel aus. Diese feurigen Augen, dieses schreckliche Gebiss. Bist du ein Geselle, ein Flüchtling der Hölle. Dann versuche ich dich mit Magie zu beschwören. Aber Kadabra. Er sprach ein paar Zauberworte und zugleich verwandelte sich der Pudel in Mephisto, den Teufel selbst. Faust lachte überrascht. Das war also Pudels Kern. Wie nennst du dich? Ich nenne mich Mephisto, ich bin der Geist, der stets verneint. So ist denn alles, was die Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt. Mein eigentliches Element, der Teufel eben bin ich. Doch, lasst uns später mehr darüber reden, ich möchte gerne leben. Findet dich daran. Ich muss gestehen, wie das heilige Zeichen ist. Der Drogenfuß auf eurer Schwelle. Ich kann mir zwar als Bündel leicht reinspringen, doch sieht die Sache jetzt anders aus. Der Teufel kann nicht aus dem Haus. Dieses Zeichen hält dich auf? Du bist nicht frei, Gefangener? Das bleibst du auch. Den Teufel soll man nämlich so lange halten, wie man kann. Mephisto jedoch blieb völlig unbeeindruckt. Er sprach einen kurzen Zauberspruch und sofort erschienen seine Geister. Die Faust mit ihrem eintönigen Sprechgesang einlösen. Bis er in tiefen Schlaf ging. Mephisto lächelte spöttisch. Du bist noch lange nicht mächtig genug, um den Teufel festzuhalten. Aber halt, dies soll mir nicht noch einmal passieren. Ein Rattenzahn muss ja dir dieses Zeichen spaltet. Der Herr der Ratten und der Mäuse, der Fliegenfrösche, Wanzenläuse, befiehlt dir, dich hervorzuwagen und diese Schwelle zu benauen. Sofort erschien eine fette Ratte und begann den Grundfuß zu zerbeißen. Wie wäre es mit Lehrer oder Richter?
Art oder Form. Endlich ward der Schüler ganz traurig zumute. Und wer soll es kopfschütteln? Ja, der wird von allen so dumm, als ginge ein Mühlrad im Kopf herum. Es ist wohl besser, wenn ich gehe. Verabschiedete er sich und zog fort. Mephisto aber lachte himmlisch und freute sich über seinen gelungenen Streich. Und worum geht's nun? Lasst uns für den Anfang in Auerbachs Keller gehen. In diesem Gasthaus würde man stets fröhliche Menschen gehen, das Leben Spaß machen. Auerbach? Wollen wir weg? Wie kommen wir dorthin? Kein Problem. Mephisto warf seinen langen Mantel auf, breitete seinen langen Mantel auf. In Auerbachs Keller saßen bereits einige lustige Gesellen beisammen. Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich. Mephisto klopfte Faust ermutigend auf die Schulter. Hier lässt sich Leben raus. Den Leuten hier wird jeder Tag. Sie setzten sich zu ein paar Männern an den Tisch und sofort begann Mephisto mit ein herrliches Spielchen. Der Wald schmeckt mir nicht. Ich kann euch einen aus meinem Keller anbieten. Der ist besser. Ich brauche dafür nur eine Bohrer. Ein Bohrer? Wozu das? Habt ihr eure Weinfässer vor der Türe stehen? Doch endlich erhob sich einer neugierig und kehrte mit dem Bohrer das Wirt zurück. Mephisto fragte nun einen nach dem anderen, was er zu trinken wünschte, und bohrte jedes Mal ein Loch in den Tisch, das er mit Kerzenwachs sogleich wieder zustopfte. Was wollen Sie? Schnaps. Wodka. Bier. Jägermeister. Sechs. Rotwein. Ja. Whisky. Apfelsaft haben wir nicht. Dann murmelte er einen Zauberspruch und forderte die Männer auf. Und zieht eure Pfropfen und genießt. Wie staunten sich, als aus jedem Loch genau der verlangte Wein ins Glas flog. Jetzt rief Mephisto noch nach Hokus Pokus, ließ Flammen aus den Löchern auftürmen und beschwor sie wieder. Endlich wurde es den Männern schuldig und sie riefen aufgebracht. Der Kerl muss ein böser Zauberer sein, los fassen und lass ihn nicht entwischen. Sie stürzten sich auf Mephisto, doch dieser sprach wieder rasch ein Zauberwort und schon schallen die Männer wie versteinert an. Mit einer letzten magischen Formel ließ Mephisto jeden Hexel seitlich den anderen an die Nase fassen. Dann verschwand er mit Faust. Die Geselle fuhren aufeinander. Was gibt's? Wie? Was deine Nase? Die deine hatte sie mal an. Haben wir mit Wein aus dem Tisch getrunken? War ich nicht so ein komischer Zauberer? Verwirrt schauten sie sich nach dem Tisch um. Doch der war völlig unbeschädigt. Kein Loch mehr zu sehen. Kopfschütteln sagten sie sich schließlich. Betrug war alles. Nur Lug und Schein, sie haben so geträumt, man soll an keine Wunder glauben. Mephisto führte Faust unterdessen in eine Hexenküche und versprach, hier wird für dich ein Zaubertrank gebraut, der dich um 30 Jahre jünger macht. 30? Faust sah sich misstrauisch um. Über einem Feuer stand ein großer Kessel. Im aufsteigenden Dampf zeigten sich verschiedene Gestalten. Ein paar Meerkatzen wärmten sich am Feuer. Überall hing seltsame Hexenfaustrat herum. Mephisto sprach zu den Meerkatzen gewandt. Es scheint, die Frau ist nicht zu Hause. Beim Schmaus, aus dem Haus. Aus dem Haus, zum Schornstein hinauf. Faust starrte dabei in einen Spiegel hinein und ging endlich verzückt auf. Was sehe ich da in diesem Zauberspiegel? Das schönste Bild einer Frau. Gibt es sowas? Kann deine Frau so schön sein? In diesem Augenblick schoss eine gewaltige Flamme zum Schornstein hinaus und die Hexe kam mit dem zittrigen Geschrei heruntergefahren.
aufgebracht, bereit für Sie. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Nach Pakte mit Distorazor und mit einem Zauberspruch ließ er die Gläser und Töpfe der Hexe in tausend Scherben zerstören. Erkennst du deinen Herrn und Meister nicht? Oh, verzeiht den guten Gruß. Ich sah nicht euren Pferdefuß. Da gab es mit Distel das persönlich. Für diesmal kommst du so davon. Dieser Freund hier möchte ein Gläschen von Verlierung schaffen. Ich will euch gern eins geben. Antwortete die Hexe. Sie beschrieb mit feierlichen Gesten einen Kreis, statt allen möglichen Hexenkampf hinein und warf auf, sich ebenfalls dazu zu stellen. Verstörend las sie auf ihren dicken Hexenbund vor. Du musst verstehen. Verstehen. Aus 1 macht 10. 10. Und 3 lass gehen. Gehen. Und 4, so bist du reich. Reich. Und 5 und 6, hä? Aus 5 und 6? 6. So sagt die Hex. Hex. Macht 7 und 8? 8. So ist vollbracht. Vollbracht. Und 9 ist 1? 1. Und 10 ist keins? Keins. Was ist das Hexen einmal 1? Hexen einmal 1. Danach löste die Hexe den Kreis und schenkte den Zaubersaft in eine Schale, die Faust in einen Schluck leer brach. Er schien an eine Zylinder und war schnell. Lass mich doch einmal in den Spiegel schicken, kaum wird man gar nicht verstehen. Nein, nein, du wirst bald die schönste aller Frauen leibhaftig vor dir sehen. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Leiche anzutragen? Ich bin weder Fräulein und weder schön. Und außerdem kann ich allein nach Hause gehen. Verpflichtung. Dieses Kind ist schön. Du musst mit dir bekannt machen. Okay, ich werde dich noch heute in ihr Zimmer bringen. Sie wird aber nicht dort sein, weil sie bei ihrer Nachbarin sein wird. So, besorge mir ein Geschenk, das ich für sie hinterlegen kann. Überrascht rief sie aus. Wie kommt dieses Kästchen hier herein?
Oh Gott im Himmel, welch hübscher Schmuck, mit dem könnte eine Edelfrau großen Feiertage geben. Sie legte sich die Kette um, steckte die Ohrringe an und betrachtete sich verzückt im Spiegel. Ist mir vergelt.
Was machst du? Du sollst so, wer soll Pudel wieder? Du musst mir helfen, sie zu befreien.
Nun gut, ich werde den Pförtner umnebeln und die Schlüssel abnehmen. Du kluge Gretchen hinaus, meine Zauberpferde bringen euch fort. Das vermag ich. Zum nächsten Opfer. Diesmal machen wir es besser.